Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge waren wir ja schon bei diesen süßen Kerlchen hier angekommen am Ende und die haben uns um einen Gefallen gebeten. Was das für einer ist, das werden wir jetzt herausfinden. Our brother Taro is trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Okay. Come on, our village is this way. Kommt mit, ihr Süßen. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Nee, ne? Oder? Ich hoffe nicht, dass ich die jetzt zurücklasse. Ja, für den nächsten Bosskampf weiß ich dann ja, dass die mir helfen können. Das hätten sie vielleicht lieber nach dem Boss machen sollen. Oh, das ist aber, so wie es aussieht, ein riesiges Gebiet. Okay. Dann schauen wir doch mal eben auf der Karte. Das ist. Achso, ich wollte gerade sagen. Das ist die Karte. Okay. Hilft Taro. Kann man nicht irgendwie einen Pfeil dran machen? Keine Ahnung. 24 Rotz sind hier im Gebiet. Ach, das ist aber schon mal gut. Taros Baum sind auch noch mal 7 Rotz, dass man wenigstens so in etwa weiß, wo wie viele sind. Hier haben wir 8 von 8. Das ist gut. Dann kann ich wenigstens mit einem guten Gewissen weitergehen. Jetzt stürze ich mich hier aber am besten nicht runter, sondern gehe hier runter. Ja, also ich finde es von der Grafik her sehr schön. Allerdings sehr, naja. Es hat diese Grafikfehler, gerade bei den Haaren und so. Das merkt man dann auch in den Videos zwischendurch teilweise ein bisschen. Das nervt mich doch schon ein bisschen, weil ich es doch nicht so gewohnt bin. Auch dieses, ja, dass es ein bisschen grisselig aussieht, wenn man sich, also wenn ich mich bewege. Ich habe auch schon in den Einstellungen nachgeguckt, aber ich habe da jetzt nichts gefunden, was mir auf Anhieb weiterhelfen würde. Grafiken sind alle komplett hochgeschraubt, daran kann es nicht liegen. Oha, okay, ein schönes großes Dorf. Naja, nicht ganz so schön. Das scheint irgendwas. Das ist aber scheinbar gesperrt. Da kann man auch nichts draufwerfen oder so, ne? Ich denke mal, dass man das irgendwie freischalten muss mit der Zeit. Kommt mir so ein bisschen so vor. Was ist denn da hinten? Ah, Moment, geradeaus habe ich doch noch was. Ey! Die denn für einen Schaden? Kann ich die immer noch nicht drauf schicken? Und ich die da drauf schicken? Nee. Okay. Was ist das hier? Kann ich nicht durch? Probieren wir es hier. Okay. Jetzt können wir sie doch hier machen. Okay.
Sehr schön. Ich denke mal, dann geht irgendwann auch die Blüte auf. Aber wir haben... Hallöchen. Seid ihr jetzt meine? Ja, ihr seid die Verschreckten, glaube ich, ne? Die Frage ist jetzt nur... Das ist alles zu... hier nicht rein. Die am Anfang müssen wir wahrscheinlich nicht machen, oder? Ja, das sind aber keine Knospen und nichts. Ja, hier kommt die kleinen Feiglinge wieder alle mit, ne? Aber wenn ich da hinten zu dem Ding hingehe, dann versteckt ihr euch. Was ist denn mit euch hier? Seid ihr die von mir oder muss ich euch irgendwie einsammeln? Tja. Also der hat irgendwie einen schlechten Einfluss auf mich. Ah, Moment. Hier ist doch... Haha. Hallo. Kann ich dich nicht öffnen? So kann ich dich nicht öffnen. Ich dachte, man kann alle Truhen öffnen. Ach. Oh. Sag mir doch einer, dass man jetzt hier rein kann. Ja, klein Gameplayerin, mal wieder. Ja, das Offensichtliche will ich nicht sagen, weil so offensichtlich war es nicht, aber... Hutwagen entdeckt, okay. So, generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Kena kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rot infundieren, um mächtige Angriffe zu erschaffen. Okay. Hundert brauche ich dafür. Wo sehe ich denn? Ach, da oben. 65. Das sieht so ein bisschen, ja, wie so eine Art Megaschlag oder Ulti oder so aus. Und das hier. Sprintangriff leicht. Das kommt mir jetzt nicht so... Oh, der ist aber nicht schlecht. Direkt gegen mehrere Leute. Der würde mich jetzt auch interessieren. Das haben wir freigeschaltet. Achso, leichter Angriff. Und das Schild. Moment. Ja, zeig das nochmal. Ach, dann hätte ich vielleicht wirklich das Schild einsetzen müssen und dann kontern müssen. Hm. Na gut, okay, aber dann würde ich sagen, dann sparen wir uns das auf jeden Fall. Neuer Rotthut verfügbar. Sparen wir uns das auf jeden Fall auf. Jetzt kann man die benutzen, oder? Ah. Ach, das ist der Hut? Oder was? Okay. Moment, Shop Y. Schauen wir mal rein. Wir können auch einen Pilz kaufen. Wobei, der Pilz sieht wirklich ziemlich gut aus. Aber, ja, 50. Das sind aber jetzt nicht die. Das sind andere gewesen, ne? Ich muss jetzt nochmal eben gucken. Die Frage ist... Achso, mit dem. Die Frage ist jetzt, das ist wahrscheinlich alles nur mit diesen...
Ah ne, da steht nichts drin, wenn es noch nicht freigeschaltet ist. Ich hoffe, das ist alles nur mit diesen Karma war es, glaube ich, zu bezahlen. Dann könnte ich nämlich wirklich so einen Hut kaufen, spaßeshalber. Ich meine, er bringt denen nichts, aber sieht auf jeden Fall süß aus. Ja, Hut ausrüsten, bitte. Hat der den jetzt ausgerüstet? Ja, wie geil. Du bist jetzt der Anführer. Du hast jetzt einen Pilzhut. Oh, so süß. Moment, war hier vorne nicht noch irgendwas, was wir freigeschaltet hatten eben? Da leuchtete doch was, aber das war jetzt nichts. Wow. Ah, okay. Also alles, was man quasi reinigt, da kann man dann, so wie es aussieht, kostenlos in der Gegend warpen. Also reisen. Sehr schön. Okay. Auch der Hut ist aber auch süß. Das ist aber nur der Shop, ne? Wie mache ich den denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da kann ich nicht hin. Oder kann ich den nur über den Shop anziehen? Ach so, nee, da muss ich den extra kaufen. Ah, okay. Man hat den nicht automatisch, sondern muss den dann kaufen. Okay, verstehe. Ich wollte sagen, irgendwas leuchtet hier doch. Hallo du. Ich würde dich gern einsammeln. Hi. Ah, die grinsen immer so süß. Okay, dann schauen wir hier aber auch nochmal eben rein, weil da wollte ich eigentlich vorhin geguckt haben. Kann man so nicht öffnen, ne? Wollte ich eigentlich vorhin nachgeschaut haben, aber das ging dann nicht. So. Können wir auch nichts nehmen? Da auch nicht. Okay. Können wir da noch irgendwo anders rein? Nee, ne? Hier vorne ist. Oder ist das jetzt alles offen? Das ist eh abgeschlossen. Moment, da ist aber noch die Verderbnis. Ah. Eine verfluchte Truhe. Was ist das? Okay, ich verstehe das mit dem Schild jetzt. Komm, komm. Einer nach dem anderen, bitte. Oh, da hinten kommen wieder neue Feinde, oder? Boah, der schlägt ja zweimal zu. Sag mir das doch. Einer nach dem anderen. Komm. Okay, jetzt kann ich sie nicht mehr einsetzen. Na komm. Komm. Ach, ich sehe gerade. Mein Schild kann auch kaputt gehen. Da habe ich jetzt mal bewusst drauf geachtet. Okay, da war die Truhe. Okay. Aber das ist gut. Dadurch können wir dann diese Steine erlangen. Okay. Gut, dass ich nochmal zurückgekommen bin. So, gehen wir mal systematisch. Hier ist noch zu. Es leuchtet hier so komisch. Ah, okay.
Aber da können wir nicht rein. Das hört sich auch irgendwie komisch an, aber ich glaube, das sind nur die Kleinen, oder? Da oben ist auch nochmal so eine Blüte. Aber ich glaube, da komme ich so nicht ran, ne? Von da oben vermutlich auch nicht, oder? Oh, was ist das? Ah, aha. Okay. Das ist ein Mysterium, was ich jetzt nicht ganz verstehe. Da komme ich jetzt so nicht ran. Tja. Schauen wir uns erstmal woanders um. Das ist wieder eine ganz andere Ecke vom Dorf, aber die scheint komplett zu sein. Ja, hier ist auch noch nicht frei. Okay, da können wir erstmal nichts machen. Das war, wo wir hergekommen sind, ne? Genau. Sieht das ja eigentlich so komisch aus. Ich höre überall diese kleinen Tierchen. Das ist gemein, weil dann höre ich sie nämlich nicht mehr, wenn sie wirklich in der Umgebung sind. Okay, ich schätze, da müssen wir irgendwas machen, damit wir die Macht wieder reinkriegen. Da unten können wir rum, hier können wir rum. Schauen wir mal. Da oben geht es komplett woanders hin. Das sieht irgendwie nicht sehr einladend aus. Warum sitzt ihr denn da? Kann man da noch irgendwas befreien? Ne, ihr sitzt einfach nur so da. Okay. Dann bleibt mal schön da sitzen. Muss man doch irgendwie... mal noch irgendwie reparieren können. Aber anscheinend so... Boah, so jetzt noch nicht. Moment, da oben ist wieder was. Ist zu weit weg, ne? Ja, dachte ich mir schon. Theoretisch von der anderen Seite aus... Ich weiß ja auch noch nicht so hundertprozentig, was ich überhaupt hier eigentlich wie machen kann. Ja. Okay. Sehr schön. Kann man hier irgendwas machen? Was ist das von unten? Da würde ich gerne rüber, aber ich befürchte... Ja, ich wollte gerade noch sagen, ich befürchte, dass das sehr tödlich ist. Man muss es aber mal probieren, weil sonst weiß man es halt nicht. Ich weiß aber nicht, ob man auf die Dinger hier drauf springen kann. Ja, okay, da kann man auch nicht drauf springen. Okay, also das ist eine ganz schlechte Idee. Vielleicht kommen da später Steine hoch oder so, man weiß es nicht. Vielleicht kommen wir auch gar nicht dahin. Das ist nur Fake, damit man da reinläuft. Keine Ahnung. Schauen wir erstmal hier. Hier ist alles zu. Na gut, dafür muss ich dann wahrscheinlich die Magie nutzen. Ist alles so komisch hier. Kann ich damit da durchlaufen? Kann ich nicht. Okay.
Oh, das ist doch doof. Die Brücke kann ich aber auch nicht wiederherstellen. Anscheinend. Aktuell. Da kann man nichts sammeln. Ich denke, das ist verbunden mit dem... Ja. Also, ehrlich gesagt, ich bin da jetzt komplett überfragt. Was natürlich in Kombination mit, ich möchte die Folge nicht zu lange halten, nicht so schön ist. Das ist wahrscheinlich die Rückseite von dem, was gesperrt ist, nehme ich mal an. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich da so weit springen kann. Verstehe aber auch nicht, warum ich da unten nichts mitmachen kann. Tja. Ich denke, das hat vielleicht irgendwas mit der Blume da hinten zu tun. Aber da komme ich auch nicht ran, weil die zu weit weg ist. Das ist schon ein wenig tricky hier. Kann ich denn noch irgendwo anders hingehen? Euch habe ich eben schon mal versucht. Ja. Da unten ist zu... Das war das, wo ich eben schon drin war. Ja, das ist irgendwie freundlich gesperrt, keine Ahnung. Was ist denn mit euch? Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He is usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Hä? Untersuche den Maskenschrein. Ist das jetzt das, wo ich gerade herkam? Jetzt sag mir nicht, da kommt jetzt einer, nur weil ich mit denen gesprochen habe. Nö. Ist aber doch der Maskenschrein, oder nicht? Oh, ich werde ihn erkennen, wenn ich ihn sehe. Ja, toll. Das ist jetzt irgendwie... doof. Also ich gehe davon aus, dass das der Maskenschrein ist. Aber hier kann ich ja nichts machen. Hier oben kann ich ja auch nichts mehr machen. Komme ich jetzt hier weiter? Nee, da komme ich zu dem Lilan. Leute, ganz ehrlich, ich will doch nicht hier ewig durch die Gegend laufen und nicht verstehen, was ich hier machen kann. Also, ich sag's mal so, wenn ich ein Rätselspiel haben will, dann hole ich mir ein Rätselspiel. Aber bei sowas will man ja die Story genießen. Was war denn da jetzt gerade am Blinken? Ah. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He is usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees.
Du wirst ihn an den heiligen Bäumen erkennen. Ja, dem Maskenschrein wahrscheinlich, ne? Also ich nehme mal an, dass das jetzt die heiligen Bäume sind. Aber den Bereich haben wir ja im Endeffekt schon geöffnet. Also daran sollte es eigentlich nicht liegen. Ich meine, das könnte auch der Maskenschrein sein, aber das hatten wir ja auch schon. Also ich gehe davon aus, dass das der Maskenschrein ist. Aber ich finde hier ja niemanden. Das ist jetzt echt blöd. Ich kann ja auch nichts untersuchen oder so. Tja. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen die Gegend auf der anderen Seite gleich ab. Und dann bin ich verzweifelt. Dann sind wir wieder hier. Können wir da hochnehmen? Aber das gehört ja alles schon nicht mehr zum Maskenschrein hier oben. Also. Ja, da kannst du noch so schön blau leuchten. Wenn ich dich nicht anvisieren kann und dich schicken kann, bringt mir das alles nichts. Ja, also ganz ehrlich, ich mache sowas absolut ungerne, weil ich es einfach hasse, mittendrin aufzuhören. Aber wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde wieder voll und ich will jetzt nicht noch eine weitere halbe Stunde hier rumlaufen. Beziehungsweise das jetzt nicht aufnehmen, wie ich hier rumlaufe. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut, laufe offline noch mal ein bisschen weiter rum. Und wenn ich dann hoffentlich doch noch mal irgendwie was finden sollte, ja, dass ich euch dann gleich noch mal hinzuschneide. Bis gleich. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich kann alles machen hier. Hä? Hä? The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand.
Okay, wir haben Taros Maske erhalten. Drücke links, um Geistermasken zu tragen. Schaue durch die Maske, um deinen Weg zu finden. Öffne Geistermasken und enthülle wichtige Objekte. Okay. Müssten wir dann mal testen. Geistermasken sind hilfreich, um Rot zu finden, die in der Welt versteckt sind. Okay. Ja, also keine Ahnung, warum das jetzt beim, weiß ich nicht, dritten, vierten Mal, wo ich das Gleiche gemacht habe, funktioniert hat. Ich war mir eigentlich sicher, dass wir hier auch schon mal drauf gestanden haben, nachdem wir mit den beiden gesprochen haben. Aber ja, ich meine, gut, dass man dann doch nochmal eine halbe Stunde fast durch die Gegend gelaufen ist und sich das Ganze angeguckt hat. Moment, mit links kann ich die Geistermaske aufsetzen. Oh, das ist aber sehr nah rangezogen hier. Dann ist das blaue. Da ist so ein Punkt. Ist das jetzt die Hilfe, wo ich hin muss? Hi. Das sieht schon ein bisschen seltsam aus hier. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann auch damit nicht gehen. Das haben wir aber vorhin schon mal gemacht. Okay, ach so, der Punkt ist daran vorbei. Im Haus? Da waren wir doch schon. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob das jetzt wirklich... nee, das soll... Hä? Ach so! Aha. Okay. What's that? Follow it. Maybe it will lead us to Taro. Ja, damit ist dann ein neues Gebiet frei. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir da reingehen. Und dass wir uns das Gebiet dann in der nächsten Folge anschauen. Bis dann. Ciao.